ihr wundervollen Liebesseelen. Ich freue mich, dass ihr mitmacht. Und als erstes machen wir jetzt die Kanalreinigung. Und ich bitte die göttliche geistige Welt, dass mein Kanal gereinigt wird und ich reinige meinen Kanal, so dass nur die bedingungslose Liebe hindurchströmen kann und nichts als die reine Liebe im Austausch stattfindet. Und was nicht reine Liebe ist, muss gehen, darf nicht bleiben. Und ich reinige meinen Kanal, ich reinige meinen Körper, ich reinige alle meine Körper, ich reinige das Haus, die Wohnung und alles um mich herum, sodass nur die bedingungslose Liebe bleiben darf. Und diese Meditation widme ich den wundervollen Seelen, die 1945 und natürlich auch in der ganzen Zeit so sehr leiden mussten und vielleicht immer noch leiden. Und ich widme diese Meditation Deutschland und darüber hinaus. Und ich atme tief ein und aus. Atme tief in meinen Bauch. Schließe meine Augen, berühre mein Herz und fühle mein Herz, wie es schlägt. Ich spüre den Herzschlag, meinen Herzschlag. Und ich bitte Gott und die Engel und all die Lichtkräfte, um Unterstützung für diese Meditation, für diese Befreiung. Und mögen uns alle Sonnen unterstützen und uns ihr Licht schenken. Und ich atme weiter tief ein und aus und berühre noch immer mein Herz und meine Augen sind geschlossen. Ja. Und dann lege ich meine Hände auf meine Oberschenkel und habe nichts weiter zu tun als mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Und während ich mich auf meine Atmung konzentriere, öffnet sich mein Herz noch weiter und die wunderbaren Lichtkräfte und das Licht Gottes kann mich jetzt von Kopf bis Fuß durchleuchten. Und in meinem Kopf oben angefangen an der Fontanelle, am Scheitel, fließt jetzt das goldene, weiße Licht in mich hinein, in jede Zelle meines Körpers. Und ich bin ganz ruhig und gelassen, lehne mich an, lass die Schultern fallen. Und entspanne meinen Kiefer und brauche nichts zu tun, außer mich auf das Licht zu konzentrieren, was ich bin und was ich jetzt ausstrahle. Ihr wunderbaren Seelen,
Wir sind hier, um euch zu gedenken. Wir sind hier, weil wir nur erahnen können, was ihr erlebt habt. Und wir sind hier, um euch zu befreien, um euch zu helfen, in das Licht zu finden. Und unsere Liebe, unsere Herzen, unser Mitgefühl schwingt jetzt zu euch, zu all denen, die noch gefangen sind, zu all denen, die noch keinen Frieden haben, zu all denen, die gar nicht wissen, vielleicht, wo sie sind. Und wir schicken uns gemeinsam das Licht. Wir nehmen uns an die Hände und strahlen gemeinsam das Licht aus. Und wir schicken es zu euch. Und wir sehen, wie dieser Lichtstrahl aus unserem Herzen heraus in dieses Feld hinein strömt. Erst eure Herzen berührt. Und dann in dieses Feld hineinströmt und jetzt sehen wir, wie eine Wolke, eine dunkle Wolke durchlöchert wird. Und je mehr Lichtstrahlen wir dorthin schicken, desto größer werden die Löcher. Und Gott und die wunderbaren Lichtkräfte unterstützen uns bei dieser Aufgabe. Wir wissen jetzt, was zu tun ist. Und wir fühlen mit euch. Und wir danken euch für das, was ihr erlebt habt, wofür ihr euch bereit erklärt habt, damit wir in dieser neuen Welt mehr verstehen, schöner leben können. Und während wir an euch denken und euch die Liebe senden, strahlen unsere Lichtkräfte und unser Licht, unser göttliches Licht strahlt durch dieses Feld und löst dieses Feld auf. Mehr und mehr Lichter zerbröseln dieses Feld. Und jetzt, ihr wundervollen Seelen, wir haben euch nicht vergessen. Wir geben unser Bestes. Und nun fühlt unsere Liebe und das Licht. Und dann fühlt die Liebe und das Licht in euch. Ihr Ahnen. Viele von uns werden sich erinnern, was geschehen ist. Viele von uns werden sich erinnern und ihre Kräfte finden. Wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Habt noch Geduld. Und mit dieser Meditation, mit dieser Energieübung erweitern wir das Feld um ein ganz großes Stück, so wie das Spinnennetz. Und wir durchbohren mit unserem göttlichen Licht und unserer Kraft dieses Feld, so dass ihr nach oben schauen könnt und das Licht seht. Schaut, schaut in das Licht, schaut in die Freiheit. Schaut durch dieses Feld hindurch und findet Frieden in eurem Herzen. Helft uns dabei, dieses Feld aufzulösen, damit die Manipulation aufhört, das schlechte Gewissen, die Konditionierung. Es ist Zeit, dass das alles aufhört.
Und so senden wir alle gemeinsam euch unsere Liebe, unser Licht und unser Mitgefühl. Wir nehmen uns alle an die Hand weiter und fühlen jetzt diese Kraft in uns und können sie weitergeben. Wir leuchten in allen Farben und wir spüren unseren Herzschlag. Und er ist ganz ruhig. Und unsere Atmung geht ganz automatisch. Und dieses Licht, dieses wundervolle Licht, geht in jede Zelle, in unsere Zellen und in jede Zelle unserer Ahnen, dass sie ganz sanft wach werden, dass sie ganz sanft erkennen, wo sie sind und dass sie verstehen und dass sie gehen können, wohin sie wollen. Sie können sich es aussuchen, sie dürfen neu inkarnieren und sie dürfen in neue Sphären, in neue Ebenen und wir helfen ihnen dabei, wir öffnen den Weg. Gemeinsam. Und wir sehen weiter vor unserem inneren Auge das wundervolle Licht in allen Farben. Und du kannst es fühlen in deinem Körper, in deinem Gesicht, in deinem Brustbereich, in deinen ganzen Zellen. Und wir erden uns durch unsere Füße und gehen runter in die Wurzeln. Wir sind jetzt hier auf Mutter Erde und empfangen das göttliche Licht und geben es weiter an unsere Ahnen. Wir danken euch für euren Weg. Wir danken euch für das, was ihr euch ausgesucht habt. Auch wir sind auserwählte Seelen und gehen jetzt voran und werden stärker und stärker in der Eigenverantwortung und dem Mitgefühl für die beseelten Menschen, die noch immer hier leiden. Und dieses ganze Licht, was wir jetzt aufgebaut haben, und die Sonnen unterstützen uns, geht jetzt in ganz Deutschland wie ein ganz großer Lichtbogen. Und wir machen einen ganz großen Lichtbogen über ganz Deutschland. Und dieses Licht dringt in alle Herzen ein und weckt sie, macht ihnen klar, was sie tun. Und nimmt sie an die Hand und verzeiht ihnen. Und wir nehmen sie an die Hand und verzeihen ihnen. Wir haben auch gebraucht, um wach zu werden. Gebt ihnen die Zeit. Und dieses Feld, dieses morphogenetische Feld, löst sich jetzt mehr und mehr auf. Und der Lichtbogen breitet sich aus, bis ganz nach oben. Bis nichts mehr zwischen Gott und den Menschen ist. Und so können die Lichter in alle Herzen einströmen, ohne Unterbrechung. Und alles, was nicht der Liebe entspricht, der reinen Liebe, hat keine Chance. Und sie fühlen die Liebe ganz deutlich in sich und es berührt sie ganz tief, was sie getan haben. Und sofort beginnen sie zu lieben, zu sehen, zu fühlen und in die Eigenverantwortung zu kommen. Sie begreifen, was passiert ist, genauso wie unsere Ahnen es jetzt begreifen, wofür sie diesen schweren Weg auf sich genommen haben. Am Ende ist alles gut. Die göttliche Ordnung
der göttliche Weg. Alles ist gut. Und dieser Lichtbogen, den wir jetzt aufgebaut haben, geht weit hinaus über die Grenzen von Deutschland, geht weit hinaus über alle Grenzen der Länder, geht weit hinaus über die Erde. Stellt euch vor, wie dieser Lichtbogen weit über die Erde geht und hoch in den Kosmos, ins All, ins Universum. Und dieses Licht wird wiederum gespiegelt und beantwortet und kommt zu uns zurück. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und jetzt sehen wir alle Planeten, alle Wesen, alle Brüder und Schwestern aus den Galaxien, wie sie aus ihren Herzen her leuchten. Und wir bekommen jede Unterstützung, die wir jetzt hier brauchen, um endlich dem Unlichten den Garaus zu machen, sie dorthin zurückzuschicken, wo sie hergekommen sind. Und das Licht breitet sich mehr und mehr aus. Fühlt ihr? Fühlt ihr das Feuer in eurem Herzen? Fühlt ihr das Licht in eurem Körpern? Fühlt. Fühlt das Licht in eurem Herzen, in eurem Kopf, in eurer Stimme, in euren Augen, in euren Seelen. Eure große Seele ist hier. Eure Brüder und Schwestern aus den Galaxien und alle Sonnen sind hier und schenken uns jetzt die Kraft, die wir benötigen, um diesen Schritt zu gehen. Um die Unterstützung zu leisten und die Seelen, die beseelten Menschen an die Hand zu nehmen, die jetzt Stück für Stück für Stück erwachen, erkennen, was man ihnen angetan hat, was sie sich selber angetan haben. Lasst dieses Licht nie erlöschen. Begegnet ihnen mit Liebe und Strahlen in den Augen. Lächelt sie an, egal ob sie zurücklächeln. Du hast das Lächeln in dir. Du wundervolle Liebesseele, du bist das Licht, du bist die Freude. Und genau so werden wir leben in der neuen Zeit. Es ist wichtig, dass wir jetzt alles auflösen, was dort nicht mehr hingehört. Und unsere Ahnen haben jetzt den Weg frei, können entscheiden, wo sie hingehen. Ob sie zurückkommen, noch einmal inkarnieren oder woanders helfen oder in den Galaxien bleiben. Und das Feld löst sich mehr und mehr auf. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Das Licht dringt überall hindurch. Und dieses Spinnennetz hat keinen Halt mehr. Und alle Informationen, die jetzt wichtig ist für jede einzelne Seele, dringt jetzt von Gott, den Engeln, über diesen feinstofflichen Weg. Das Licht hat längst gesiegt. Und fühle weiterhin dieses Licht in dir. Atme schön weiter. Und fühle ganz tief in deinem Herzen, es ist alles in göttlicher Ordnung. Alles ist in göttlicher Ordnung. Und du kannst jederzeit, kannst du dich verbinden, kannst deine Hand auf dein Herz legen und wir legen jetzt wieder unsere Hände auf unser Herz und spüren den ruhigen Herzschlag voller Frieden und Dankbarkeit
dass wir etwas tun können. Und lösen diese Traurigkeit im Äther, diese Qualen, diese Schmerzen durch unser Licht auf. Und mehr und mehr und mehr leuchtet alles. Und der Regen reinigt die Luft, der Regen segnet die Luft, den Himmel. Alle Energien, die jetzt gereinigt werden, kommen zur Mutter Erde und sie nimmt sie auf und löst all das auf, was hier nicht mehr hergehört. Und bringt es wieder an das Tageslicht, durch ihr Grün, durch die Pflanzen, durch das Leuchten der Pflanzen. Sie transformiert, genauso wie der Regen. Und ich danke den wundervollen Ahnen. Wir werden euch nicht vergessen, ihr seid ein Teil von uns und wir sind ein Teil von euch. Ihr seid so stark und so mutig, ihr seid Wege gegangen. Ihr habt euch widersetzt und jetzt seid ihr erlöst. Alles löst sich auf. Entscheidet, wo ihr hingeht. Es ist euer Weg. Eure Seele, euer Herz kennt den Weg. Und genauso erlösen wir jetzt alle beseelten Menschen hier, dass sie erkennen, wer sie sind, dass sie wissen, dass sie frei sind, gesund sind, voller Liebe und in die Verantwortung gehen für ihr eigenes Leben. Ein Leben voller Freude in Freiheit. Und darüber hinaus. Und wir gelten nicht, wir vergelten nicht, nein. Jeder wird das bekommen, was er ausgesendet hat, was er gesät hat. Und so senden wir und sehen wir Liebe mit Mitgefühl, Freude. Dankbarkeit und Zuversicht. Und wir senden den Alten. Auch da senden wir ganz viel Kraft hin, dass ihre Herzen nicht verschlossen werden, sondern dass sie offen bleiben, dass sie Mut finden, dass andere Lösungen geschehen, dass die Lichtkräfte jetzt eingreifen können und sie unterstützen. Wir nehmen diesen Schleier der Illusion und schicken ihnen die Zuversicht und die Liebe, dass sie niemals einsam sind. Auch sie sind ein Teil von uns, sie sind unsere Geschichte. Und jetzt dürfen die Lichtkräfte und wir ihnen ganz viel Mut, Liebe und Wunder schicken, sodass Wunder geschehen können, dass ihnen geholfen wird. Auch wenn sie sich für diesen Weg entschieden haben, damit andere wach werden. Wir wissen nicht, was Seelen sich vorgenommen haben. Wir sind hier, um zu unterstützen, unsere Liebe weiterzugeben und unser Licht. Und unser Wissen. Und wir bleiben in dieser wundervollen, lichtvollen Energie noch sitzen, spüren ganz tief in uns das Licht, die Liebe. Und
lösen unsere eigene Traurigkeit auf. Vielleicht Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Angst. Auch wir transformieren jetzt und alles löst sich auf. Sieh vor dir das Licht wie ein großer Feuerball und all das, was du in deinem Leben nicht mehr haben willst, gebe in diesen Feuerball. Werf es mit ganzer Kraft hinein. Egal was es ist, nimm deine ganze Kraft und werf es in diesen Feuerball und sieh mit deinen eigenen Augen, wie es sich vor dir auflöst und nach oben steigt als weiteres Licht. Und aus diesem Feuerball geht ein weißes Licht hervor, bis ins Universum und genau hier lösen sich alle deine Sorgen, deine Ängste, deine Blockaden, deine Traurigkeit, deine Hilflosigkeit, deine Mutlosigkeit. All das löst sich jetzt auf und wird in diesem Feuerball transformiert in Mut, Zuversicht, Freude, Kraft. Und für den nächsten Schritt vorbereitet. Dann trete einen Schritt zurück. Atme schön tief ein und aus. Und bedanke dich. Gott, bei all den Lichtkräften, bei den Planeten, bei jeglicher Unterstützung aus dem Universum. Und ich danke, danke, danke. Und ich danke Gott in mir und ich danke Gott in allem. Und dann atme wieder ein paar Mal tief ein und aus. Ganz langsam tief ein und aus. Und spüre deine Füße, deine Beine, deine Pobacken. Deine Hände, deine Arme. Und wenn du soweit bist, mach ganz langsam. Öffne deine zarten Augen und komme wieder hier an. Hier in dieser wundervollen, lichtvollen, neuen Welt mit allen Möglichkeiten. Und fühle die Befreiung. Fühle die Kraft und den Tatendrang für das Neue. Und recke und strecke dich, wenn du soweit bist. Recke und strecke dich. Oh, zieh die Schultern rauf und runter und dann reibe deine Hände. Und gehe schön mit deinen Fingerspitzen durch deinen Haaransatz nach hinten. Immer wieder und verteile die Energie, die sich jetzt in deinem Kopf gebildet hat, über deinen Kopf, nach hinten, über deine Wirbelsäule. Und komme wieder ganz und hier, im Jetzt und hier an. Und ich danke dir für dein Mitwirken und jederzeit kannst du es wiederholen und vielleicht wiederholen wir es auch gemeinsam, dieses Feld aufzubauen
Ich danke dir, ich danke euch von ganzem Herzen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit. Ja, und lasst es euch gut gehen. Trinkt noch schön was, vielleicht was Warmes. Und kommt wieder hier ganz deutlich und klar auf den Boden zurück. Atmet noch schön tief ein und aus, dass ihr wieder ganz klar und deutlich hier seid, im Hier und Jetzt. Schön, dass es euch gibt. Danke, dass es euch gibt. Danke für dein Sein. Deine, eure Susanne.